Uiuiui, was haben wir denn hier? Lass mich raten. Gar nicht, okay. War das ein Double Kill? Nee. So, da hinten ist ein Scharfschütze, sagtest du? Jetzt nicht mehr. Ah, ich liebe das Scharfschützengewehr. Das haben wir. Scharfschützenmuni habe ich sogar voll jetzt. Oh, was ist... Oh. Oh, das war's hier. Gut. Dann weiter, ne? Alter, hier findet man echt überall was. Juhu! Was haben wir da? Spektraler Handlanger. Das Fallenlassen einer Waffe erzeugt ein paar Sekunden lang einen geisterhaften Verbündeten. Okay. Nee. Nehme ich mit, aber das reicht mir. Das möchte ich nicht mal ausprobieren, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wie selbes Spiel wie eben. Erstmal hier den Rest mir vornehmen. Okay. Nö. Alter, what the fuck? Achso, hier ist es. Ja, klar. Na, wo ist der kleine Mongo? Habe ich ihn etwa gekillt? Nee. Das wird den noch wohl nicht erledigt haben, oder? Dann wäre es ziemlich enttäuschend. So. Hopp. Schade. Oh, cool. Lutes sagt, der Bastard sei nicht ihrem Schoß entsprungen, sondern das Produkt irgendeiner gottlosen Wissenschaft. Oh. Ich weiß nicht, was stimmt. Das Kind ist nicht göttlicher als ich. Was sagt das über die Sehergabe meines Gatten aus? Er fleht mich an zu schweigen, aber ich kann ihm nur anbieten, ihm zu verzeihen. Aber wenn er bereut, muss er auch die Wahrheit sagen. Ich kann seine Lügen nicht mehr ertragen. Na. Und wenn ich diese Sabotage begehe? Alle ihre Patente? Alle, Mr. Fink. Aber warum will der Prophet, dass die zwei... Aus dem gleichen Grund, wieso Lady Comstock starb. Das Kind. Und warum soll ausgerechnet ich es tun? Nur sie können es wie einen Unfall aussehen lassen. Ich glaube, das ist nicht die wahre Lady Comstock. Ich glaube, sie ist ein Gemisch aus ihrem Wesen und meinen Gefühlen ihr gegenüber. Was meinst du? Ich bin so wütend auf sie und meinen Vater. Ich denke, sie ist sie, aber zum Teil auch ich. Ich kapiere das selbst gar nicht so richtig. Verständlich. Der
Erzengel sagt mir, Columbia überlebt nur so lange, wie jemand von meinem Blut auf dem Thron sitzt. Aber Lady Comstock wird nicht schwanger. Ich habe getan, was ein Mann tun kann, aber es kommt kein Kind. Oh. Ich habe Lutesse der Sache befragt, aber selbst sie verweigert mir ihre Hilfe. Ups, na, willst du wohl? Willst du wohl, geht doch. Sofort. Ja, damit. Vielen Dank. Oh, fast gar nicht creepy. Creepy. So. Das dazu. Ruhe hier. Alter, ich brauch dringend Scharfschützenmuni. Oh. Ich hab jetzt noch 8 Schuss. Okay. Dann aufwärts wieder. Aha. Jetzt sind wir wieder oben und dann warten da schon die Feinde. Munition für Panzerfaust habe ich voll, oder nehme ich jetzt einfach erstmal die Panzerfaust? Ne? Okay, Moment. Hä? What the fuck? Hier lang soll ich, na also, meine Güte, nochmal. So. Nur aber. Wo ist denn hier der Fotografenladen überhaupt? Downtown? Was anderes gibt es hier nicht, also. So, hier ist der. Haben wir ihn doch. Elizabeth, hilfst du mal? Das kriege ich hin. Sehr gut. Sehr gut. Bitteschön. Vielen Dank. Oh, ist direkt hier. Cool. Musik aus. Jawohl, 30 Lockpicks. Was haben wir hier? Eine Schrotflinte und eine... Nee, eine Geldtasche, Geldbörse. Schrotflinte nehmen? Nö. So, dann lass mal hören, was hier abgeht. Ich habe die Leichenfotos gemacht. Ja, und sie waren kompletter Pfusch. Man erwartet nicht, dass ein Foto der eigenen Leiche so vollkommen leblos wirkt. Ach, Entschuldigung. Ich hatte gerade noch was getrunken. Das ist doch Irrsinn. Welchen Beweis hast du, dass Mr. Fink den Lutesses etwas antun würde? Sie haben es mir selbst gesagt. Die Lutesses? Wann?
Gestern. Das ist der Fotograf. Rupert, Sie sind seit 7 Tagen tot. Was? Wo? Was? Wer? Hä? Wo sind hier die Feinde? Achso. Hui. Alter, what the fuck? Ach, da oben ist so ein Mongo, was? Verpiss dich! Hackfresse, ey. Moment noch. Und du da oben halt auch mal ganz schnell dein Maul. Meine Fresse, gehen die mir auf den Keks, die alle. Alter! Mehr hab ich nicht! Pissnake, stirb! Geht doch! Boah, ey! Einige Gegner wissen echt, wie sie mir auf den Sack gehen, was? Der tötete Lady Comstock. Die Lutessis. Und jeder, der die Wahrheit kannte, wäre besser gleich mitgestorben. Ich bin gar nicht seine Tochter. Ich bin nur ein... ein Testsubjekt, das man untersucht. Nein, bist du nicht. Elizabeth, hör mir zu. Was du durchgemacht hast, das hat niemand auf der Welt verdient. Wir kommen hier weg, verstehst du? Und dann musst du nie wieder zurückschauen. So, jetzt sind wir hier. Geht klar. Warum liegen hier jetzt überall Minen? Das gefällt mir nicht. Waren die schon immer da? Ich glaube nicht. Zack. Oh, jetzt geht sie auch los auf mich hier. Zack. So. Ich schulde dir eine Entschuldigung. Comstock benutzte mich, um dich zurückzuholen, aber ich wollte eine Version, die meinem eigenen Bild von dir entsprungen war. Alles meine Schuld. Er gab vor, dich zu lieben, wie er es mit mir gemacht hatte. Ich bin nicht der Bastard deines Mannes. Ich bin sein Opfer. Meine Tage als Opfer sind vorbei. Wir müssen uns verzeihen. Denn einer ist viel schlimmer als du oder ich. Der Prophet hat mich getötet. Weil du sein Geheimnis nicht wahren wolltest. Über mich. Wenn das stimmt, warum lebe ich dann? Du lebst nicht. Nicht in dieser Welt. Bist du in einer anderen, in der du ihn nie getroffen hast. Oder ihn gerettet habe. Ich weiß nicht. Ist das möglich? Finde es heraus, Kind. Finde es heraus. Okay, so sparen wir uns den Handabdruck. Danke. Auch trinkt Salze. Alles klar, sie hat es also geschafft, die Mutter mehr oder weniger zu überzeugen und zu helfen.